So, jetzt gibt's noch einen Teil 4 vom Mondsee Trail. Nämlich hat hier irgendjemand mal Feuer gemacht. Wir zeigen euch mal die Wege um den Mondsee drumherum. Der Mondsee ist hier vorne. Ich hoffe, man kann es ein bisschen sehen. Schlecht. Naja. Und bis in die Lichtung. Wir springen da immer rum, weil es macht uns ja Spaß. Dann zeigen wir euch mal die Lichtung. Hier geht es wieder einen kleinen Hügel hoch. Nach dem Mondsee geht es einen Hügel runter, dann wieder hoch. Dann zeige ich euch mal die Lichtung. Nicht wundern, dass das Video ein bisschen verwackelt ist. Ich muss hier gerade rennen und Eingangswege suchen. Das habe ich mit den Kindern ganz viel gemacht. Ja, also, da hatten wir wirklich Spaß daran. Ich suche jetzt mal die Lichtung. Ich will da jetzt auch nicht zu weit weggehen. Und der Akku vom Handy ist auch schon, hat nur noch einen Balken. Darum will ich den nicht zu leer werden lassen. Ich will das Video auch nicht zu lang machen. Deswegen renne ich jetzt mal hier so. Hier sieht man die Lichtung. Hier ist auch eine Lichtung, aber ohne See. Aber hier gibt es auch ein paar Sumpflöcher, die ich euch vielleicht zeigen werde. Vielleicht hat es da besonders viel Wasser gehabt, wo wir da mit den Kindern waren. Aber damals waren noch Sumpflöcher. Nee, sind keine mehr. Dann gehen wir mal wieder zurück.